So, wir sind hier immer noch in den eisernen Bergen, wo wir ja uns gegen die Truppen des eisernen, nein, nicht des eisernen Herzogs, sondern uns gegen Das die kann da Truppen nicht platziert werden, mein Lord. der Ratte verteidigen. Rekruten werden benötigt, Sire. Und Rekruten werden benötigt, Sire. ja, so langsam macht der Herr sogar ein bisschen ernst. So. Das kann da nicht platziert werden, mein Ich Lord. platziere hier nochmal Zu nah am Feind, um gebaut werden zu können. noch auf dem Weg zu den Schmieden ein paar Fallen. So, nice. Bauern werden benötigt, Sire. Der So. Feind greift an. Wir werden angegriffen. Da haben wir jetzt auch Bogenschützen. Okay. Bogenschützen, bereit machen. Dort bräuchten wir aber noch mal ein paar. An der Südseite. Bogenschützen, vorbereiten. Rauf auf die Welle! Verdammt, ja, die haben sie alle erledigt, die Säcke. Zu nah am Feind, um gebaut werden zu können. Scheiße. Okay, ab sofort mal hierhin, bitte. So. Landsknechte bereit. Doch hier ist das eine nicht gerade erfreuliche Entwicklung. Pfeile schießen! So. Dann lasst mal ein paar Pfeile auch folgen. Sauber. Feuer! Hurra! Verstärkungen sind in der Burg angekommen, Sire. Wo denn? Ah. Befehle. Euer Boah, Zeichen, krass. Sire? Und wir spielen hier auch schwer. Rauf auf die Welle! Bereit, Sir. So. Bereit und warten. 12 Landsknechte mal hierhin. My Lord. Streitkolben bereit. Und die Streitkolbenkämpfer können mal hierhin vorrücken. Wir verschwenden unsere Zeit. So. Was waren die Herren? Ja, und nicht Kohle haben die wir auch. Menschen hegen warme Gefühle für Verstärkung euch, plus 12, Wohnraum, Gottesdienste, Bier, Essen. Ja, dann gehen wir auf sehr hohe Steuern. Rekruten werden benötigt, Sire. So. Warum dieses Torhaus aber generell nicht funktioniert, ist mir ein Rätsel. Kann man das hier irgendwie aufmachen? Nee. Äußerst merkwürdig. Jo, und da haben wir noch die restlichen Fallen, die die Knöllche aufreiben. Sollen wir jemanden schlagen? Könnte man so sehen. So. Es geht los. Da oben haben wir auch noch relativ... Die Verdammt. Menschen sind sich nicht sicher, was euch angeht, Sire. Machen wir noch mal so. So machen wir es dann. Dann sind wir ganz gut dabei. Dreifache Ration beim Bier, aber der Markt kauft ja immer schön nach und wir haben jetzt auch ein bisschen nachgelegt. Rekruten werden benötigt, Sire. Wir sind eure Leute. So, ihr seid hier die Verstärkung. Wir bewegen uns. Für Schmiede Nummer 3. So, auch hier hätte ich nochmal durchaus Lust, den Weg schön mit Fallen zu pflastern. Das kann da nicht platziert werden, my lord. Das ist schon übel, aber glücklicherweise lösen die Eine ja nicht. Eine kleine Gruppe aus feindlichen Soldaten ist auf dem Weg zur Burg. Gegen uns aus, so, kein Eisen mehr. Passt aber. Und ich finde, wir haben ja eine ganz beachtliche Streitmacht herangezogen, wirklich. Kann man sich nicht beschweren. So. Das geht anscheinend nicht. Okay. Rekruten werden benötigt, Sire. Okay. Wir haben wieder keine Rekruten mehr. Das war irgendwie bei den anderen Teilen einfacher, viele Rekruten Menschen zu haben. Verlassen die Burg. Die Menschen hegen warme Gefühle für euch, mein Herr. Okay, wir können so hoch nicht halten, deswegen gehen wir mal ein bisschen runter. Sehr hohe Steuern müssen dann erstmal reichen, aber wir haben ja genug Kohle. Wir werden angegriffen. Mann, ich will doch nur Wohnraum. Es ist teuer in den Großstädten. Nicht nur in der Neuzeit, auch früher war es schwer, den Wohnungsbau voranzutreiben. Im Mittelalter, Tag 33. So. Tja, wo werden wir denn eigentlich angegriffen, ist die Frage.
Bogenschützen, vorbereiten. Wo gibt's Ärger? Leck mich fett. Unsere Bögen werden singen. Ja, die Bogenschützen kommen da gleich mal direkt raus. In Bewegung. Das machen meine Streitkolbis. Die hauen den eins auf den Deckel. Den Säcken. So, hier nochmal was. Tja, und sonst sieht es eher mau aus. Das kann da nicht platziert auch zu uneben. Werden, okay. Bogenschützen. Nochmal zwei Bogenschützen. Der Feind greift an. Hier oben hin, bitte. So. Hier sollten wir jetzt eigentlich ausreichend Bogenschützen haben. Minus die zwei. Die Menschen sind sich nicht sicher, was euch angeht, Sire. Was soll das? Markt, du solltest Bier kaufen. So, Käse kannst du mal automatisch mal 13 kaufen. Brot können wir gar nicht. Ah, Bier können wir gar nicht automatisch kaufen. Guck mal. Okay. Dann habe ich mich da wohl ein wenig verspekuliert. Rekruten werden benötigt, Sire. Sollen wir jemanden schlagen? Wäre ich euch äußerst verbunden, wenn ihr das tätet. So. Wieder ein bisschen Eisen am Start. Ein bisschen müssen wir natürlich immer für unsere der Feind greift an. Eigenen Schmiede übrig lassen. Denn der eiserne Herzog hat uns ja auch in die Schmiedekunst eingeweiht. Ja, und das sind jetzt doch schon einige. Okay, da greift niemand an. Das ist auch gut so. Sir. So. In Bewegung, Sir. Wir könnten mal hier den Weg nochmal bewachen. Dann mache ich hier nämlich gleich dicht. Ab sofort mal die Bogis dahin. Eure treuen Bogenschützen. Auf die Plätze, Männer. Aufs Torhäusle. Wir werden angegriffen. So. Macht den Streitkolbenkämpfern. Verprügelt die mal, die Jungs. Naja. Okay. Ja, so auf offenem Feld sind die natürlich unterlegen, aber es sind schon sehr, sehr schnelle und vor allen Dingen starke Nahkampfeinheiten, die Streitkolbenkämpfer. Der Feind greift an. So, Herzog. Keine deiner Ländereien ist auch nur eine Sekunde lang gefallen. So langsam könntest du mal deine dreckigen Waffen fertigstellen. Ich produziere ja auch wie ein blöder Waffen. Bauern werden benötigt, Sire. 107 habe ich, siehst du mal. So. Ehre, 786. Bam. Dann sollte das auch wieder hier mit den Streitkolbenkämpfern klappen. 108 Streitkolben haben wir. Das ist schon übel. So. Rekruten werden. Was haben wir hier denn Schönes? Unsere Bögen werden singen. So, Feuer erstmal bitte auf die Katapulte eröffnen. Sauber. Und dann auch das Ding, das eh gleich in die Falle fährt. Naja, oder auch nicht. So. Tja, der gute Rattensohn hat anscheinend nicht so viel drauf. Was haben wir hier denn Feines? Verdammt, Eisen können wir leider auch nicht kaufen. Wäre natürlich zu schön gewesen. So ein bisschen Holz können wir mal verscherbeln. Natürlich werden vielleicht noch ein, zwei Kerzengießereien nicht das Dümmste. Steinbrüche haben wir auch noch gar nicht maximal gemacht, ne? Können wir natürlich das kann auch noch da nicht platziert werden, mein deutlich Lord. Mehr Kohle rausschlagen. Aber mein Gott, wir haben hier schon reges Treiben in unserem Dörfchen. Jetzt dreht er wieder um, oder was? Wie die geprügelten Hunde ziehen sie von dannen. Drecksäcke. Zack, einen haben wir noch erwischt. Hier liegen auch die Leichen, die Wege zu den Ländereien pflastern, wo Menschen unsere Jungs verlassen die Burg. Die Menschen hegen warme Gefühle für euch, mein Herr. Wo unsere Jungs hier eiskalt
Rekruten werden benötigt, Sire. Noch am Ruin sind. Tja, ich krieg aber einfach nicht mehr Leute untergebracht. Jetzt mache ich hier hinten so eine Mini. Das kann da nicht platziert werden, my lord. Wohnsiedlung. Das kann ich auch machen. So ein paar Baracken. Hier Holzfällerlager haben wir eh genug. Machen wir auch hier so eine. Das kann da nicht platziert werden, my lord. Kleine Ein-Mann-Siedlung. So, jetzt will ich aber auch nichts mehr über Rekruten hören hier. 46 Bögen, 118 davon, 20 davon. Ja, man kann sagen, wir sind schon gut am Start. So. Was haben wir hier? Die haben sich natürlich auch einen super Ort ausgesucht, um zu spawnen. Die Rattensöhne. Wobei, der Kommandant von denen ist ja der Sohn der Ratte. Aber besonders klug sind auch seine Männer nicht. So. Und da tickt schon der finale Timer runter. Ich denke, gleich wird noch irgendwo eine etwas größere Streitmacht auftauchen, aber das kann uns ja egal sein. Das Torhaus ist auch schon fett bemannt mit Truppen. Wir können auch nochmal kurz hier ein bisschen in unserem Dorf umgucken. Eine Imkerei haben wir hier, eine Schafzucht, dann nochmal zwei Schweinezucht, ein Obstgarten, da ist der Kornspeicher. Hier haben wir unseren Markt, hier haben wir die Schenke, wo gesoffen wird. Soll ich später für euch Flöte spielen? Wäre nett. Waffenkammer auch prall gefüllt. Hier unsere Steinbrüche, unsere Eisenminen. Hier wird das Holz geschafft. Hier leben unsere Jungs. Hier im Bergfried wird mal wieder ein schönes Bankett abgehalten. Haben wir auch ein paar Mönche aus unserer Kirche. 192 Ehre hat uns das gebracht. Bauern werden benötigt, Sire. Tja. Ob da wohl nochmal eine große Armee kommt oder wir einfach nur aushalten müssen, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war diese Mission ja, relativ einfach, das muss man wirklich so sagen. Selbst auf dem schwersten Schwierigkeitsgrad haben wir die wirklich, das denke ich mal, kann man mit Recht sagen, gut gewuppt. So. Hier natürlich auch die Kirche. Guten Morgen, eure Lordschaft. Wo die Priester predigen, wie geil wir sind. Tja, und das war's dann wohl, oder? Der eiserne Herzog berichtet, dass seine Schmiedemeister ihre Arbeit abgeschlossen haben. Wir haben Waffen für eine neue Armee, Sire. Ja. Sieg! Das ist sehr gut, dass wir die Waffen haben. Haben sie natürlich auch selbst geschmiedet hier in unseren Schmieden. Ein wirklich prosperierendes kleines Dorf haben wir hier in den eisernen Bergen beim eisernen Herzog hochgezogen. Getötete Feinde 2336, eigene Truppen oder eigene Verluste 156, das ist ein sehr, sehr guter Score. So, alle Sachen sind natürlich auch grün abgeschlossen. Die Herstellung der Waffen hat der eiserne Herzog ganz easy peasy beenden können. Da hat er überhaupt gar keine Hetze vor anbrandenden Truppen, denn alle drei Ländereien haben wir halten können. Ich finde es cool, irgendwie so über die Map noch zu gehen. Einmal hier die hier oben, dann ein wenig weiter. Diese hier, die auch mit Fallen noch doppelt und dreifach abgesichert war, mit Streitkolbenkämpfern und Bogenschützen. Und dann hier die dritte. Tja, Gold und Ehre, 8270 Gold, 1104 Ehre. Und die Waren, richtig fett Holz, Stein auch nicht zu verachten, Eisen 104 immerhin. Wolle haben wir viel produziert, Hopfen, eine Menge Äpfel, ein bisschen weniger Käse, ein bisschen weniger Fleisch. Kein Getreide oder so, aber ordentlich fett Bier, das ist ja das Wichtigste. Kerzen für die Kirche, Fleisch, Kleidung, Honig, alles für unsere Bankette, wo wir uns die Ehre für die Streitkolbenkämpfer geholt haben. Und natürlich auch die Waffen. 24 Lanzen, 87 Streitkolben, 92 Bögen, das ist schon in Ordnung. 284 Truppen getötet, 41 verloren. Kein zerstörtes Gebäude, aber auch keins verloren. Das sind Statistiken, die können sich durchaus sehen lassen. So. Und in der nächsten Folge kommt es dann zum Duell mit den drei Rattensöhnen, wie es aussieht. Die Ruhe des Ungeziefers, Silverback, Greytail und Scumbag. So ähnlich heißt der, glaube ich, der dritte Sohn. Bin ich mir gerade nicht ganz sicher. Egal, auf jeden Fall, ihr seht, wie unbedeutend diese drei Rattensöhne sind. Werden wir die Sprösslinge der Ratte, die Nachkommen,
dieses Drecksackes allesamt ausrotten, und zwar in der Mission 10, nehme ich mal an. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Haut rein und ciao!